Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist aber auch natürlich ein Monsterthema, wobei wir das Thema Google ist ja schon etwas länger diskutieren, aber es geht so allmählich in die heiße Phase. Ihr wisst, dass Google letzte Woche angekündigt hat, dass ab Mitte Juli die Tests in der Privacy Sandbox möglich sein werden. Und wir haben so ein bisschen darüber diskutiert letzte Woche auf der AdTrader. Übrigens, wer nicht da war, auf jeden Fall vormerken für nächstes Jahr, dass die Marken und deren Agenturen noch ein bisschen zögerlich sind in der Entwicklung einer Strategie für das cookielose Zeitalter. Und wir haben uns ein bisschen darüber gewundert. Das hatten wir damals bei der DSGVO ja auch, weil wir dachten, da ist jetzt schon Druck auf dem Kessel, weil es verändert sich vieles. Und eine mögliche Erklärung könnte sein, dass man natürlich wartet, wie sich die Großen wie Google positionieren, um dann das mit in die Ausrichtung reinzubringen. Mein Name ist Marc Puscher, wer mich nicht kennt, Journalist seit 25, nee, inzwischen seit 30 Jahren. Ich sage, glaube ich, immer 25, aber irgendwann geht die Zeit doch weiter. Und ich moderiere ganz viele Veranstaltungen live auf der Bühne, gestern im Rheinauhafen und heute mal wieder digital. Tut aber auch nichts zur Sache. Ich bin hier nur der Steigbügelhalter. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht für unsere beiden Speaker. Die bringe ich auch an, sofern ihr keine Fragen habt. Ihr habt immer Vorrang. Das, was euch unter den Nägeln brennt, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, echt mit wirklich Experten in die Tiefe zu gehen. Das können auch richtig spannende technische Fragen sein. Holt das Beste für euch raus. Überlegt vielleicht nochmal ganz kurz. Jonas fängt so ein ganz klein bisschen mit einer Story an, überlegt nochmal ganz kurz, was für euch so das Wichtigste ist, was ihr mitnehmen wollt aus dieser Stunde. Und vielleicht gießt ihr das in eine Frage. So, wir starten. Ich habe die beiden Herren, die ihr zu, von mir aus gesehen, meiner Linken seht, ich weiß nicht, wie es bei euch aufgeteilt ist, sind einmal, ich wollte gerade sagen, der Herr mit Bart und Brille, das ist eine ganz schwierige Differenzierung bei euch beiden. Der Herr mit dem schwarzen T-Shirt ist Jürgen Weicher, Chief Revenue Officer bei Jentis. Der wird im zweiten Teil uns ein bisschen über die möglichen strategischen Bausteine für eine cookielose Zukunft erzählen. Und der Mann mit dem, wenn ich es richtig sehe, hellblauen Hemd ist Jonas Raschedi. Er ist Chief Data Officer bei der Funke Mediengruppe und ist für das ganze Thema Daten zuständig und war vorher bei Douglas und hat dort das Gleiche gemacht, sehr erfolgreich. Und das ist ganz spannend, weil er hat natürlich zwei unterschiedliche Perspektiven. Wir werden gleich drüber sprechen, nämlich wie guckt denn ein Medienhaus auf so ein Thema versus einer auch Marke, aber über das Thema Retail Media auch inzwischen wachsend Medienhaus, also eine Mischrolle. Thema Retail Media, vielleicht noch ganz kurz, das wird das nächste Webinar sein übrigens. Also wenn ihr euch das schon mal in die Agenda schreiben wollt, wir haben noch keinen festen Termin, wir sind so ein bisschen unsicher gerade wegen der potenziellen Sommerpause, versuchen gerade ein bisschen rauszufinden, ob es Sinn ergibt, das noch im Laufe des Julis zu machen oder ob wir es dann eher Richtung September verschieben. Aber Retail Media natürlich auch ein mega spannendes Thema im Moment, da passiert wahnsinnig viel. Aber nicht für heute. Heute sind wir beim Thema Cookieless und gucken uns auch das Thema oder vor allem das Thema Server-Side-Tracking an. Wir fangen an mit Jonas. Er wird uns so ein bisschen die Situation beschreiben, in der wir uns gerade befinden und auch speziell die Sicht aus Sicht der Funke oder aus Perspektive der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen, Jonas. Und ich würde dich bitten, einfach die Bühne zu übernehmen. Vielen, vielen Dank. Genau. Ihr stellt einfach Fragen. Ich werde die jetzt nicht direkt sehen. Von daher, Frank, würde ich dich bitten, wenn es Fragen gibt, die dann einfach reinzuschmeißen. Genau. Mein Name wurde schon genannt. Jonas Rascheli, Chief Data Officer bei Funke seit 1.10. im Oktober, also letztes Jahr Oktober, die Rolle eingenommen, jetzt aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Vorher war ich bei Douglas und habe da 4,5 Jahre das ganze Thema Data verantwortet und die Geschichte, die man so ein bisschen von Douglas kennt, von 340 Millionen irgendwie im E-Com-Bereich auf 1,2 Milliarden skaliert. Bin immer frech und würde sagen, dass wir aus Data-Sicht auf jeden Fall einen Teil dafür beigetragen haben, dass das Thema so erfolgreich wurde. Selber auch noch ein Podcast, My Data is Better Than Yours, wer ihn noch nicht kennt. Also da unterhalte ich mich halt mit anderen Leuten zum Thema Daten.
Und da habe ich ganz, ganz tolle, spannende Erkenntnisse gebracht, auch bei der Douglas-Zeit, wo wir nochmal viel mehr neben dem Separé darüber gesprochen haben, was ja jetzt so gerade auf Publisher-Seite nicht mehr so ganz gut klappt, sehr offen mit Leuten zu sprechen, weil sie natürlich auch ein bisschen Sorge haben, was man wie mitnimmt. Aber auch da habe ich zum Glück noch ein bisschen Kontakt, das auszumachen. Genau, so viel zu mir als Person. Die Frage, die ich gerne eigentlich allen stellen würde, weil ich weiß, wie ich sie beantworten würde. Vor einer langen, langen Zeit gab es das Thema vor circa 5 Jahren, das Thema DSGVO. Das wurde ja auch früh genug angepriesen. Und wenn wir alle ehrlich sind, haben wir eher geschmunzelt und uns darüber Sorgen gemacht, wollen wir das jetzt alle spielen oder nicht spielen? Das war bei Douglas auch so. Und irgendwann war so die Situation da, das kommt ja wirklich, es wird nicht abgewehrt, keiner kümmert sich mehr so wirklich darum, die Lobbys haben die Situation so durchgelassen, was ja auch gar nicht schlimm ist. Und plötzlich müssen wir uns darum kümmern, Cookie-Banner zu implementieren. Und bei Douglas war das für 26 Länder und es muss in kürzester Zeit passieren. Davor war meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin noch nicht 30 Jahre im Geschäft, Frank, aber jetzt auch schon, würde ich sagen, über 15 Jahre. Und wir sind ja alle früher als Generalisten eingestiegen. Und die Welt, die früher so ein bisschen existiert hat, war eine wilde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Adblocker gab es zu einer gewissen Zeit noch nicht. Man konnte, wenn man nicht so wirklich drüber nachgedacht hat, was Datenschutz bedeutet, mal die ganzen E-Mail-Adressen aus dem CRM exportieren, mal in Facebook hochladen, gucken, was passiert, ob das Spaß bringt. Auch nochmal in anderen Systemen. Man hat nicht so drüber nachgedacht, wen man da so per E-Mail anschreibt, war auch ganz spannend. Das konnte man super toll kombinieren. Und es war so eine Zeit, die ich als wilde Cowboy-Zeit bezeichnen würde, die uns viel gebracht hat, aber auf der anderen Seite meiner Ansicht nach auch so ein bisschen die fetten Jahre machen einen ja auch ein bisschen langsam. Also so ein bisschen bequem gemacht haben, nämlich auch wie Cookie, dass wir uns darauf fokussiert haben, die Sachen zu nutzen und gar nicht mal so Alternativen angegangen sind, strategisch überlegt haben, wo kann die Reise hingehen. Und dann kam für uns alle ja das Thema DSGVO und das ist bei vielen, glaube ich, auch sehr, sehr stark eingeschlagen. Überhaupt ein Verständnis, ein rechtliches Verständnis dazu bekommen, was passiert in der Zukunft, wie wird sich's entwickeln, aber auch ein Verständnis dazu bekommen, was passiert technisch. Und jetzt kann ich euch so ein bisschen interner spielen, als wir uns bei Douglas dann unterhalten haben mit anderen Firmen und überlegt haben, wie die sich darauf vorbereiten, haben wir festgestellt, dass es niemand tut. Und keiner das Verständnis davon hat, was sind eigentlich Third-Party-Cookies, dieses Thema mit Cookies messen, aber auch messen ohne Cookies, Verständnis dazu für bekommen, das zu machen. Viele fragen Vorstandsebene, kann ich den Cookie nicht so nennen, wie ich ihn will? Das war viel wichtiger, wieder darüber nachzudenken, ob man den blockieren muss oder nicht. Damit ist für uns aber auch eine Ära zu Ende gegangen, für viele von euch höchstwahrscheinlich auch. Und man hat sich darüber Gedanken machen müssen, wo geht eigentlich die Reise hin und wie können wir gewährleisten, dass es noch funktioniert. Jetzt sind wir aber alle doch sehr spitzfindig. Das Leben findet einen Weg und auch wir als Marketeers finden einen Weg und überlegen uns dann, okay, was können wir tun? Dann gibt es ja die tollen Themen, wie irgendwie sich darüber nachzudenken, auf DSGVO-Seite auf jeden Fall so ein bisschen den Nutzer auszutricksen, noch die Buttons noch ordentlich einzufärben, vielleicht auch nur ein Button auf der Startseite anzuzeigen. Aber auch da ist irgendwann Ende und wir müssen uns darüber nachdenken, wo die Reise so ein bisschen hingeht. Was wir jetzt sehen, was ich jetzt gesehen habe, auch in den letzten Monaten und Jahren, ist, dass die Daten sich schon massiv geändert haben, dass viele Daten, die vielleicht vorher sehr klar da waren, die die ja auch genutzt werden konnten, um Marketing zu betreiben, sind nicht mehr da und sind eher weiter weg wie die Sterne. Sie leuchten zwar irgendwo noch, aber man kann sie nicht wirklich greifen. Ich hoffe, die Analogie funktioniert. Und wir müssen eine neue Perspektive einfinden, nämlich darüber nachdenken, wo können die Reise hingehen und wie können wir mit den Daten, die uns noch zur Verfügung stehen, nämlich arbeiten. Aber auf der anderen Seite stehen wir auch, dass jetzt mit dem, was in der Zukunft passiert, vielleicht die Sicht nicht so klar ist und wir darüber nachdenken sollten, wie wir gemeinsam, wirklich gemeinsam eine Lösung finden. Nämlich, ich finde, den Fehler, den wir vor 5 Jahren gemacht haben, den machen viele jetzt gerade wieder. Und diesmal kann man nicht, wenn die DSGVO plötzlich mit dem Stichtag da ist, irgendwie rückwirkend noch Themen retten, sondern meine persönliche Meinung, wenn die Third-Party-Cookies mal weg sind, also wenn es dazu führt, dass viele mehr geblockt wird, mit Google irgendwie Chrome 50-60%, je nachdem, welches Statistik man sich anschaut, Marktanteil und die mal aus der Welt gehen,
dann hat man wirklich eine Situation, die man irgendwie anders auffangen muss. Und da sind viele Unternehmen technologisch, aber auch vor allem organisatorisch oder auf der Architekturseite gar nicht vorbereitet. Und das kriegst du nicht mehr aufgefangen. Dafür müssen neue Technologien her. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, welche Technologien wir nutzen können. Aber wir müssen uns vor allem darüber Gedanken machen, wer die Technologie nutzt. Weil wenn wir ehrlich sind und uns mal unsere Stellenausschreibung anschauen, stellen wir fest, dass wir die Leute gar nicht finden, die so ein hohes Tech-Verständnis haben, dass wir diese Technologien einsetzen können und vor allem implementieren. In der Hoffnung, dass dann der Durchbruch kommt und wir weiter nach vorne schauen und mit DSGVO, aber auch mit den Third-Party-Cookies Lösungen implementieren können, dass wir diese Herausforderung eben meistern. Was viel spannender ist und jetzt vor allem auf meiner Ebene als Chief Data Officer darf ich das ja nochmal ein bisschen strategischer betrachten, ist so ein bisschen eigentlich ja abstrus, dass wir uns vor Jahren so viel Daten zur Verfügung hatten und es überhaupt niemanden interessiert hat, was die Qualität der Daten, wie gut ist sie und wie können wir die denn eigentlich nutzen. Dann sehen wir den Punkt so ein bisschen in der Mitte mit heute. Und wir sind eigentlich schon über den Scheidepunkt hinaus. Jetzt beschäftigt sich jeder mit dem Thema, auch deswegen vielleicht meine Rolle mit dem Thema Data. Jetzt muss Datenstrategien etabliert werden. Jetzt müssen wir die Organisation aufbauen. Jetzt müssen wir ganz viele Data Scientisten einstellen, weil die sind ja so wichtig. Aber die Verfügbarkeit der Daten ist gar nicht mehr da. Und wenn wir drüber nachdenken, kriegen wir die historisch in vielen Unternehmen auch gar nicht mehr aufgebaut. Das ist ja wie so die klassische E-Mail-Liste. Alle schmunzeln vielleicht, die es früher mal gab und man gesagt hat, oh, Opt-in habe ich mir jetzt für die 1 Million Liste hier jetzt gar nicht eingesammelt. Wenn ich mir die Opt-ins angucke, sind es nur 10.000. Was mache ich jetzt? Ja, höchstwahrscheinlich spielen die meisten das noch an alle aus, ohne den Opt-in, um halt zu gewährleisten, dass es funktioniert, mit dem Bedacht, dass es kritisch sein kann. Das ist der Gap. Und das ist das Krokodil, was euch nochmal darauf aufmerksam machen soll, dass da ein Gap ist und dass wir uns überlegen müssen, wo die Reise hingeht. So, was können wir machen? Die adaptive Strategie und eine Short-Term-Strategie, um so ein bisschen im Beratersprech zu sein. Was bedeutet das? Die adaptive kann ich euch nicht beibringen oder nichts dazu sagen. Da haben wir festgestellt bei Douglas, das bedeutet wirklich Prozesse zu etablieren und eine Kultur zu etablieren. Also wirklich zu gucken auf Blogs wie Adsend und Co. Was sind aktuell Veränderungen? Was macht der amerikanische Markt? Was bedeutet das für uns? Was müssen wir technologisch nachziehen? Was müssen wir rechtlich nachziehen? Die Short-Term-Strategie, warum heißt es Short-Term? Weil eigentlich hätte es schon lange passieren müssen, sich darüber Gedanken zu machen über drei Pillars. Identifizierung der Nutzer, das heißt weitere Identifizierungsmerkmale analog Cookie sich zu holen, wie E-Mail-Adresse, postalische Adresse, Geräte-IDs, um zu sagen, hey, damit können wir den Nutzer weiter erkennen über so Themen wie ja, Login irgendwie, Anpreisen mit Rabatten oder sonst in irgendwelchen Features. Die Daten müssen zentralisiert werden, wenn man sich das einmal anschaut auf architektonischer Seite und auch auf der organisatorischen Seite, stellt man fest, dass in vielen Unternehmen Data irgendwie so aus der Controlling-Ecke kommt. Die Data Warehouses sind sehr verstaubt und alt. Die haben gar nicht die Möglichkeit, die Datenmenge aufzunehmen. Die können gar nicht skalieren. Die haben gar nicht die Möglichkeit, mit Realtime-Daten die zu verarbeiten. Und vor allem sind die so vorbereitet in den Modellen, die so starr sind, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, sie später auch wieder zu aktivieren. Also das ist ein großer Schritt, den man machen muss. Und jetzt sind wir ehrlich, das ist ein riesen IT-Projekt. Das hätte man eben von Jahren meiner Ansicht nach schon starten müssen und dann auch lösen. Und das letzte Thema Personalisierung, das ist ja mit das Unwort oder das Buzzword vielleicht auch noch dieses Jahres, so wo geht die Nachricht hin, also die richtige Nachricht zur richtigen Zeit über das richtige Device spielen und dann sehen wir schnell, dass Cookie nie die eine Lösung war, die wir hätten einsetzen können, wenn wir Cross-Device gehen, sondern es war immer die Situation, dass wir mehrere Identifier hätten haben müssen, aber uns ging es leider zu gut und wir haben uns nicht darüber Gedanken gemacht, jedenfalls zum großen Teil und dadurch ist vielleicht auch, jetzt bin ich sehr gehässig, die Situation eingetreten, die wir jetzt gerade vorfinden. Nochmal ganz plastisch, wie erkläre ich meiner Mama das Thema mit den Third-Party-Cookies und was passiert da? Wenn wir 100 Leute irgendwie haben, die auf die Webseite kommen, bin ich der Meinung, dass es jetzt schon über 50% Konzentrate meistens ist. Also 50% der Leute fliegen weg. Das heißt, wir behalten irgendwie kopfrechnerisch 50 noch
Jetzt denk mal weiter, Adblocker, um einfacher zu rechnen, statt 15%, so Marktanteil 10%. Das heißt, es fliegen irgendwie nochmal 5 weg. Das heißt, wir sind dann 45 und wenn wir uns jetzt nochmal drüber die Gedanken machen, wie der App-Anteil ist und Co., dann können wir davon nochmal was abziehen. Das heißt, von potenziell 100 Leuten, die wir messen oder 100 Events, die wir messen, sind wir irgendwie unter die Hälfte gerutscht. Und wieder zurückkommt auf die Architektur, sind die meisten Unternehmen nicht mehr fähig, diese 45% noch effektiv einzusetzen. Das zeigt, wie kritisch eigentlich die Reise ist und wir hoffen, dass viele auf uns hören und verstehen, was da oben passiert und wir endlich Maßnahmen dafür ergreifen. Ich glaube, das brauche ich euch nicht erklären. Das Thema hat schon 2017 angefangen. Das geht bis jetzt 2021, 22, 23 oder 24. Es sind immer viele Maßnahmen, wenn man so drauf achtet. Apple Safari, da gibt es weitere Maßnahmen, wie dass die First-Party-Cookies jetzt auch nochmal beschränkt werden sollen. Das heißt, es zeigt es auch nochmal in Gänze, nicht nur irgendwie Maßnahmen zu ergreifen, auch First-Party-Daten und die Cookies First-Party zu setzen, sondern es sind neue Identifier, die man sich wirklich darüber Gedanken machen sollte. Was sind Maßnahmen, die man ergreifen kann? Was auch, glaube ich, eine gute Überleitung ist, Frank, dass wir jetzt nochmal kurz sprechen. Was wir auch bei Douglas gemacht haben, wir sind sehr, sehr, sehr schnell weg, vor Jahren schon von Client-Side-Tracking. Wir haben viele Sachen, die wir konnten, Server-Side-Tracking gesetzt. Aber auch da haben wir natürlich Probleme und es gibt andere Lösungen, wie zum Beispiel Gentis, die nochmal mehr technologischer die Sachen angehen, als es vielleicht möglich ist. Man sieht ja jetzt so Themen wie Google Tag Manager serverseitig oder andere Themen, da geht es ja in die Richtung, die gut sind. Weil was geht kaputt? Nicht nur die Zielgruppen, die wir selber bespielen wollen, auch das Retargeting. Ich muss immer schmunzeln, wenn jemand denkt, dass man beim ersten Besuch auch kauft. Impression-Daten gehen kaputt und Attribution, also das ganze MMM, Marketing-Mix-Modeling, was alle jetzt so toll sagen, dass es machen wollen würden und jeder so wirklich so ein bisschen dran gescheitert ist, sieht man jetzt, dass man die Daten gar nicht mehr dazu verfügen hätte, das ordentlich zu machen. So viel von meiner Seite zur Einleitung, lieber Frank. Ich gucke gerade, wir kriegen gerade in der Sekunde die erste Frage rein. Wenn man die verschiedenen Arten von Browser-Fingerprinting als Alternative zum cookie-basierten Tracking betrachtet, wie funktioniert das bei Yentis und wie aussagekräftig sind die dabei verarbeiteten Daten? Lass uns das an den Schluss nehmen, weil ein Teil davon ist in Jürgens Präsi schon drin, aber da können wir dann im Detail drüber diskutieren. Ich möchte ganz kurz, Jonas, mit dir einmal über eure Kontextrahmenbedingungen sprechen, weil wir uns jetzt in diesem Webinar viel auf das Thema Technik fokussieren, aber du hast gerade völlig zu Recht gesagt, es ist natürlich ein wahnsinniges Change-Thema und das Setup dafür oder die Rahmenbedingungen dafür sind bei jedem unterschiedlich. Wie sieht das bei euch aus? Also als Verlagsgruppe, als Content-Provider, gibt es immer diesen Trade-off oder dieses gefühlte Ziel, dieser Zielkonflikt zwischen Abo und Werbung, zwischen Reichweite und qualifiziertem Kontakt. Ihr kriegt natürlich über Abo potenziell bessere Daten und möglicherweise auch leichter den Consent, weil ihr in der Lage wart, einen Mehrwert zu kommunizieren. Wo zieht ihr die Grenzen? Glaubt ihr, dass eins von beidem möglich ist? Ist es immer beides? Und wie steuert ihr das aus? Also entscheidet ihr zum Beispiel auf Content-Level, dass ihr sagt, das ist klassischer Free-Content, das ist klassischer Paid-Content? Also ich glaube, diese Schwarz-Weiß-Denken wird nicht funktionieren. Wenn man sich das anguckt, dieses klassische AB-Testing ist, glaube ich, auch nicht mal da, sondern Multivariantes-Testing ist also angesagt und man Personalisierung, also Segmentierung auch auf kleiner Ebene. Das bedeutet für mich, um deine Frage zu beantworten, wir sollten darauf achten, individuelle Lösungen zu finden, je Kunde. Und ich wäre jetzt so frech zu behaupten, dass vielleicht die Vision sein sollte, nicht auf Basis des Contents zu entscheiden, wie man den ausspielt, sondern auf Basis des Kunden. Wenn wir ihn identifizieren können, ist das jemand, der eher dafür bereit wäre, ein Abo abzuschließen? Oder wäre der jemand, der braucht den ersten Artikel kostenlos und schließt dann ein Abo ab oder gibt lieber den Consent? Also die Sache umzudenken und wirklich von Kundenseite zu denken, anstatt sozusagen von dem, was wir zur Verfügung stellen. Das hieße, dass es ein sich ständig revolvierender Prozess ist. Also im Moment ist es ja eher gefühlte Praxis, dass man sich als Publisher entscheidet für die linke oder rechte Seite, beziehungsweise dem User auch die Entscheidung gibt,
typischerweise im Consent-Banner oder danach, willst du paid oder willst du Advertising finanziert? Und du sagst, im Grunde sollten wir diese Entscheidung auch immer wieder überprüfen bei jedem einzelnen User, weil es variiert. Ich bin davon überzeugt, dass das eine Lösung sein kann, ja, weil alleine das Surfverhalten ist ja für viele Leute unterschiedlich, allein das Konsumverhalten ist unterschiedlich. Ich glaube, es geht gar nicht mehr darum, also es geht vor allem darum, welchen Content wir ausspielen, aber auch die Art und Weise, wie wir ihn ausspielen. Und wir sollten das eher auf Basis des Kunden denken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand, der eher morgens Audio-Nachrichten hört. Es gibt viele, die aber sozusagen vielleicht eher den Text lesen wollen oder das Video lesen wollen. Und alleine, wenn man das schon sieht und wieder auf sich adaptiert, wird es auch die Art und Weise, wie wir den Content zur Verfügung stellen, sei es Abo oder sei es Consent, müssen wir darauf eingehen. Okay, jetzt kommt eine Frage nach der anderen rein und jetzt müssen wir tatsächlich sind da Wege dabei, die wir dringend beantworten müssen. Fangen wir mal nochmal mit Horst an. Das Thema Cookie-Konzept, also Consent-Banner, das ihr als Publisher ausspielt, inwieweit erschreckt sich das auf den Advertiser? Das ist, finde ich, eine lustige Frage. Ich habe die noch nie gelesen, aber sie ist so schlau und sinnvoll. Wie erschreckt sich der Cookie-Consent beim Publisher auch auf dem Advertiser? Da wird ja schon viel über Frameworks nachgedacht, wie Consent übergeben werden kann. Und natürlich macht es Sinn, von beiden Seiten zu denken, du könntest, ja, also entweder gibt der Kunde dem Publisher den Consent oder dem Advertiser und gibt ihm auch theoretisch den Consent, das weiterzugeben. Ich tue mich immer schwer bei rechtlichen Fragen, das dann sozusagen klar zu beantworten und immer sagen, ich bin kein Jurist, aber definitiv sollte es so sein, dass es eine Einwilligung gibt. Vielleicht gibt es auch in der Zukunft die Situation, dass der Consent auch nochmal am Kunden direkt hängt. Ne? Also vielleicht gibt es eine Lösung, wo der Kunde dann selber sagen kann, wie die Daten weiterverarbeitet werden. Und vielleicht wird es auch ein komplizierteres oder komplexeres Setup geben, wo er dann nochmal sagen kann, okay, ich möchte jetzt hier nur den Cookie-Consent dem Publisher geben und gar nicht dem Advertiser im Hintergrund, weil er vielleicht gar nicht dafür eine Vertragsbeziehung haben will oder eine rechtliche Beziehung. Ist ja tatsächlich ein Teil der Idee der neuen großen Lösung der Telcos, wenn sie sich denn durchsetzen wird. Wir sind sehr gespannt. Aber ich glaube, pauschal kann man schon sagen, also ich bin auch kein Jurist, aber pauschal kann man schon sagen, also der Consent, der gegeben wird auf einer Website, ist erstmal situativ. Also er wird dem Publisher gegeben und er wird, wenn dem Publisher wird das Recht eingeräumt, hier einen Advertiser zu platzieren. Das heißt aber noch lange nicht, dass das für die Website zum Beispiel des Advertisers gilt. Weil da kann ja auch was ganz anderes passieren. Also das würde, glaube ich, dem Transparenzgebot der DSGVO widersprechen, wenn dem so wäre. Und natürlich, was definitiv nicht geht, du hast es gesagt, Jonas, im Nebensatz, eine Weitergabe eines Consents ohne Einwilligung, die ist definitiv nicht möglich, sondern da müssen wir ein Konstrukt haben, wo wir dann dem User auch tatsächlich erklären oder eben fragen, ob man das darf. Und meine ganz persönliche Meinung ist, das Consent-Banner liest sowieso keine Sau. Das heißt, wenn wir da noch mehr reinschreiben, dann wird es dadurch nicht transparenter. Aber so viel zu dem Thema. So, gut, die Frage auf das Tracking. Ah, okay, Horst hat jetzt ja das ein bisschen präzisiert, also auf die erhobenen Daten. Vielleicht auch an der Stelle, Jürgen, Frage an dich. Ihr versucht oder ihr implementiert das mit Publishern zusammen. Wie sieht's aus mit den Daten, die ihr herausgeneriert? Wie weit kann der Advertiser mitlesen? Der Consent bezieht sich dann ja nicht auf den Advertiser, sondern auf die Tracking-Technologie. Und wird die Tracking-Technologie consented und ist der Zweck ganz klar, das Verhalten nach dem Klick auf die Ad dementsprechend zu tracken, ist das in der Regel tatsächlich abgedeckt. Hier geht es allerdings sehr stark in diesen Bereich CMP, Consent Management Plattform. Ich durfte einige Jahre eine der führenden CMPs auf der Welt mitbegleiten. Und man muss dazu sagen, du hattest ein paar Punkte angesprochen, da ändert sich auch sehr, sehr viel. Es gibt von der IAB TCF-Frameworks, die überarbeitet werden. Es gibt außerhalb dieses TCF sehr viele eigene Konstruktionen. Und es gibt auch Bestrebungen, durchaus Consents zu bündeln in verschiedenen Plattformen, sei es Youtique, sei es andere. Das heißt, da ist sehr, sehr viel in Bewegung, aber Stand heute
Tracking-Technologie consented. Wichtig ist, dass die Zwecke der Datenverarbeitung ganz klar kommuniziert sind über das Consent-Banner. Also es ist kein Pauschal-Consent, mit dem man dann alles machen darf. Aber jetzt doch nochmal, da muss ich mal kritisch reinfragen, das finde ich eigentlich spannend, weil wenn, ich meine, ihr seid Softwareanbieter und Dienstleister an der Stelle und nehmen wir mal an, es kommt ein böser Bube und verkleidet sich und kauft eure Software und setzt sie auf seine Website ein. Wenn ich einem etablierten und vertrauenswürdigen Publisher wie Funke einen Consent gebe, in Zusammenhang mit meinem Besuch Jensis Technologie zu benutzen, dann habe ich damit implizit dem bösen Buben auch einen Consent gegeben, diese Technik zu benutzen. Das heißt, das System von dem bösen Buben müsste mich gar nicht mehr fragen? Nein. Okay. Gott sei Dank. Da haben wir uns ganz klar missverstanden, habe ich mich wahrscheinlich missverständlich ausgedrückt. Die Technologie wird consented für den Verwendungszweck der Anzeigen, des Anzeigentrackings, der Anzeige, die auf Funke war. Das heißt, sehr, sehr spezifisch. Und ja. Da kann jetzt nicht irgendjemand, sage ich mal, piggybacken. Ja, ich wollte es nur nochmal klarstellen, Carsten. Ja. Ich war auch nicht der Meinung, es war nur... um da Transparenz zu erzeugen. Gehen wir noch einmal zurück zu Jonas, bevor wir tiefer in die Technologie noch einsteigen, nämlich zur Kernfrage. Von Daniel kommt die Frage, wunderschönen guten Tag Daniel, wir haben uns glaube ich letzte Woche gesehen in Berlin, wenn ich mich richtig erinnere. Die Frage, wie kriegen wir es denn mit Reichweite? Also was macht denn diese Konstellation, die wir jetzt haben, auf das, wie wirkt das sich aus auf das Thema Reichweite? Mit First-Party-Daten alleine, da würde ich Daniels Frage einfach ergänzen, ist es wohl kaum möglich. Wenn ich großer Advertiser bin aus dem Bereich FMCG, dann muss ich auch Zusatzstrategien haben, um entweder irgendwoher Third-Party-Daten dazu zu holen, wenn sie denn verfügbar sind, oder tatsächlich anonym weitergehen. Ja. Kann ich nur mit Ja beantworten. Ich glaube, es wird ein nochmal ein anderes Einkaufen von Zielgruppen. Ne? Also Douglas und Co. haben ja auch Retail-Media-Plätze aufgebaut. Also wie wird es eher auch nochmal, wenn man die Reichweite über die First-Party-Daten irgendwann erschöpft hat, zu sagen, man kauft sich in Wallet Gardens, wenn man jetzt auch Retail-Media-Plätze als Wallet Gardens bezeichnen möchte, zusätzlich mit ein. Anders wird es nicht funktionieren. Aber anders werden wir es nicht lösen können. So ähnlich wie du es gerade auch über das Datensetup dem User gegenüber gesehen hast, so ähnlich wird es wohl im Targeting auch sein. Wir werden uns, glaube ich, dauerhaft an einen komplexen Mix unterschiedlicher Methoden gewöhnen müssen. Und da wird es die unterschiedlichsten Erscheinungsformen geben. Deswegen, es gibt ja ein paar Leute da draußen, die gerne das Thema kontextuell in Richtung Oldschool abschreiben. Würde ich erstmal auf den ersten Blick nicht tun. Weil es kann halt bis zum gewissen Grad trotzdem funktionieren. Okay, dann haben wir noch eine Frage von Sultan Yaldis. Jonas hat vorhin erwähnt, dass aktuell ca. 45% der User durch die Hürden Consent Adblock gegebenenfalls App erreicht werden können. Tatsächlich können wir Stand jetzt, sein Unternehmen, noch weniger User identifizieren wegen Safari und Mozilla. Genau, haben wir da dann das Thema Mobile natürlich, AT&T, also hängt sehr von der Art der Zusammensetzung des Traffics ab, den ich habe. Also wenn ich eine Website bin für iOS-Zubehör oder für iPhone-Zubehör, dann werden es möglicherweise noch viel, viel weniger sein, unterm Strich. Das war fast noch eine optimistische Zahl. Ich wollte es nicht ganz schwarz malen, sonst wären hier erst Donnerstag, wenn sie vielleicht sehr schlecht ins Wochenende gegangen. Ich glaube, es wird also technologisch, was wir aus Advertiser-Sicht versucht haben umzusetzen, war klassisch Server-Side-Tracking. Das macht zweistelligen Prozentsatz mehr an Daten aus, zu überlegen, wie funktionieren die Adblocker und sind die überhaupt sozusagen vom Nutzer umgesetzt oder kommen sie sozusagen automatisch. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und dann vor allem darüber nachzudenken,
wie vorhin gesagt, wie identifiziere ich den Nutzer, nachdem er die Seite besucht hat, um die Zahl auch wieder hochzubekommen. Das wird auf jeden Fall kein 100%, vielleicht werden es auch keine 45%, aber das sind die Sachen, die wir umsetzen können. Sonst sehe ich rechtlich erstmal schwierige Situationen auf der eigenen Webseite, das zu tun. Mhm. Absolut. Es ist lustig, dass du kurz diese Wegelagerer-Debatte Adblockern gegenüber ansprichst. Weil ich habe mich immer sehr darüber amüsiert, wie sehr sich gerade die Dienstleister aus dem Datensegment diesem Thema widmen und wie böse man auf dieses Thema guckt, wo man ja jahrelang was ganz Ähnliches gemacht hat im Bereich Third-Party-Cookies. Nämlich man hat irgendwann das Cookie eingesammelt und dann für alles Mögliche verwendet, wovon der User auch nichts wusste. Und genau die gleiche Argumentation wird ja den Adblockern gegenüber geschleudert. Ja, einmal eine aufgeklärte Entscheidung. Einmal habe ich entschieden, ich will Ads blocken, aber dann vergesse ich es wieder, ne, und müsste eigentlich daran erinnert werden. Aber das führt uns ein bisschen weit. Ich habe noch eine Frage an euch beide. Von Daniel möchte ich euch weiterleiten. Habt ihr Durchschnittszahlen, was das Thema Consent im Open Web angeht? Wie sich die Consentrate verhält, entwickelt? Habt ihr da so Pi mal Daumen Wert? Jürgen hat es wahrscheinlich sofort aus dem Kopf. Nicht aus dem Kopf, weil die Daten natürlich nicht publik sind, aber man sieht Trends. Also was wir sehen bei unseren Kunden, ist, dass immer mehr Datenschutzbehörden stark durchdrücken, dass ganz klar gleichgewichtete Ablehnen- und Zustimmen-Buttons auf den Consent-Bannern sind. Und das führt dazu, dass wir Consent-Raten sehen, die auf 30-35% herunterdroppen. Allerdings nicht in allen Fällen. Es gibt auch einen größeren Kunden bei uns im Bereich, der zum Beispiel überhaupt kein Consent-Problem hat, obwohl die Marke danach fragt, ist allerdings in deren Heimatland die Marke mit dem stärksten Konsumentenvertrauen, was wahrscheinlich damit zu tun hat. Analytisch kann man das nicht nachvollziehen, aber logisch erschließt sich das. Das heißt, ganz klar, sie sinkt, sie ist aber sehr durchwachsen, weil der Aufbau des Consent-Banners noch sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich nenne da Stichwort Dark Patterns und Nudging hin zu einem ganz klaren Ja des Nutzers, was aber mehr unterbunden wird. Darum, es geht langsam Richtung Süden. Aber das Thema Vertrauen, spannend, möglicherweise gibt es zu dem Thema keine Studien, aber es wäre tatsächlich analysierbar und es zahlt ja auf eine Debatte ein, die wir seit längerer Zeit haben. Wir hatten ja irgendwann mal willkürlich diese Grenze zwischen Top of the Funnel und Lower Funnel gezogen, zwischen Performance und Brand Advertising. Da gab es ja immer so ein paar Rufe in der Wüste, die gesagt haben, nee, das stimmt ja gar nicht, es hängt ja so eng miteinander zusammen. Und tatsächlich wieder eine dieser Erscheinungsformen, wenn ich eine starke Marke habe, die auch Vertrauen beim User ausstrahlt oder die Hoffnung auf Nutzwert, auf Mehrwert, was auch immer sein mag, dann wird diese Rate steigen. Das heißt also, da ist tatsächlich auch aus Absenderperspektive durchaus mal drüber nachzudenken, was man im Branding-Bereich tun kann, muss, sollte. Lass uns weitergehen in die etwas technischeren Sachverhalte und dann können wir auch die neu eingetroffenen, warte mal, halt, nee, Bastian fragt noch direkt nach Funke, also gut. Nee, wir machen mal kurz einen Cut. Ich habe die Fragen da und wir diskutieren das zum Schluss, weil Jürgen hat ein bisschen was vorbereitet, um uns ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich tun sollten, wo wir jetzt mit dieser schwierigen Gemengelage stehen und wie wir dann von dort aus weitergehen und nächste Schritte machen. Und ich hole dann die Fragen raus aus dem Chat und stelle sie nachher. Wunderbar, vielen Dank, Frank. Ich gehe jetzt mal darauf ein, wie wir das Ganze machen, vielleicht kurz, welchen Bezug ich zu dem Thema habe. Ich durfte jetzt die letzten Jahre immer sehr viel über Datenerfassung, Datenaktivierung und wie das Ganze letztendlich zum Nutzen der eigenen Unternehmensziele verwendet wird, mit vielen Kunden, Brands, Publishern, Partnern sprechen, sei das bei Gentis, sei das vorher bei UserCentrics oder eben bei Google früher. Und immer aus verschiedenen Winkeln beleuchtet. Und von daher gehen wir jetzt mal auf das Wie. Bevor wir darauf eingehen, ein ganz, ganz starker Appell. Jonas ist schon drauf eingegangen, da kommt der Komet. Jetzt aktiv werden. Die Unternehmen waren sehr beschäftigt mit GA4. Universal Analytics wird ja demnächst sozusagen gesunsettet.
es wird jetzt Zeit, was zu tun, denn eine Datenstrategie baut sich nicht von selbst. Jonas ist ja auch darauf eingegangen, dass er der Meinung ist, dass einige Themen schon vor Jahren hätten angegangen werden müssen. Jetzt haben wir keine Jahre mehr, aber es lohnt sich jetzt aktiv zu werden. Und warum? Wenn wir darum gehen, Datenhaltung, Informationsgewinnung, Steuerung, Ausspielung, haben wir uns jahrelang in der Branche auf Third Party letztendlich verlassen. Hier stehen Google, Facebook natürlich nur beispielhaft. Es gibt auch noch andere Third Parties. Aber auch in meiner Rolle früher war ich da auch entscheidend durchaus mit daran beteiligt, zu sagen, wir nehmen diese bequeme Art und Weise, wie man sehr, sehr schnell Erfolg haben kann, überlassen das Datenhandling aber jeweils den Third Parties. Und das ändert sich jetzt. Die Datenerfassung, die Datenvorhaltung, die Informationsgewinnung, die Steuerung, die passiert heute oder muss passieren aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen, technologisch und juristisch, als First Party. Und die Ausspielung, und da haben nach wie vor die Third Parties, Google, Facebook und auch andere eine sehr, sehr wichtige und nützliche Rolle im Ökosystem. Natürlich gewinnen wir damit weiter Reichweite, nutzen die allerdings durchaus zu unseren Bedingungen als Brand, als Publisher. Und um da ein bisschen konkreter zu werden, würde ich jetzt gerne mal drüber reden, was heißt denn Data Capturing? Wir haben darüber gesprochen, dass jetzt immer weniger Daten verfügbar werden. Letztendlich brauchen wir bei First-Party-Daten gute Qualität, und zwar akkurate Daten. Nicht nur die Menge, sondern auch, dass die Daten akkurat sind, entscheiden hier. Und da gibt es zwei Facetten dieser Daten. Das eine ist die Datengenauigkeit. Wie akkurat sind die Daten? Wie weit spiegeln die wirklich die Customer Journeys auf der Webseite wider? Und dann natürlich die Datenschutzkonformität. Ich muss auf datenschutzkonform erfassten Daten arbeiten, denn sonst habe ich ein immanentes Unternehmensrisiko, dass mir die Datenlöschung letztendlich vorgeschrieben wird. Und damit ist sozusagen die Datenqualität auch hinfällig. Dieses ist natürlich jetzt ins Gleichgewicht zu bringen. Da gibt es dann auch Themen wie EU und Nicht-EU und so weiter. Könnten wir tagelang drüber reden. Und wie das Ganze heute passiert ist, im Browser werden letztendlich, sobald der Nutzer die Webseite betritt, verschiedene Pixel aufgerufen, die die Daten dann letztendlich an die jeweiligen Dienste schicken. Unzählige, auch diese sind hier nur sehr beispielhaft vorgenommen. Und der größte Nachteil ist da natürlich für die Advertiser, Marken, Publisher keine Kontrolle über die Daten. Das heißt, ich bin zwar gegenüber der Datenschutzbehörde, gegenüber den Nutzern verantwortlich für das datenschutzkonforme Handling, habe aber keinerlei Kontrolle, weil die Daten im Browser erfasst werden und an mir vorbei sozusagen irgendwo hingehen. Gleichzeitig werden Cookies blockiert, wissen wir schon. Und natürlich die Webseite hat PageSpeed-Probleme wegen der verschiedensten Tracking-Pixel, die drauf liegen. Sei das über einen Tag-Manager oder nicht, es wird ja immer was geladen. Wie funktioniert das bei einer Data-Capture-Plattform? Hier beispielhaft Gentis. Letztendlich ist im Browser die gleiche Story. Der Nutzer kommt auf die Webseite, das Tracking springt an. Über ein First-Party-JavaScript. Wichtig, First-Party, das ist die Domain der Webseite und natürlich eingebunden das Consent-Management. Das heißt, die Information ist da und jetzt werden die Daten auf den Server gezogen, in dem Fall von der Gentis DCP. Das heißt, zunächst mal Server-Side genommen und dort über einen digitalen Zwilling wird die Session sozusagen gespiegelt. Und dann entscheide ich als Webseiten-Owner, dass die Daten weitergegeben werden eben an die jeweiligen Dienste. Das heißt, ich habe die Kontrolle über die Daten, die ich in 100% Datenqualität erhoben habe und habe jetzt plötzlich nur noch einen Pixel im Idealfall, also deutlich weniger Pixel und verbessere die Page-Load. Wichtig dabei in unserem Fall,
wir hosten in Europa, das heißt, haben hier verschiedenste DSGVO-Themen eben abgebildet und auch die Realtime-Verbindung mit allen gängigen Consent-Management-Systemen, denn auch der Consent kann sich ja ändern. Das heißt, wenn ich später die Daten verarbeite, muss ich jeweils den aktuellen Consent-Status haben. Auch ein wichtiges Thema. Und bei der Auswahl einer DCP, wenn ich da was empfehlen darf, ganz wichtig, dass die Konnektivität sichergestellt ist zu allen Systemen, die ich nutze und gegebenenfalls auch in Zukunft sichergestellt zu Systemen, von denen ich jetzt noch gar nicht weiß, dass ich sie in 6 Monaten nutzen werde, weil meine End-of-Third-Party-Cookie-Strategie gerade erst im Werden ist. Das heißt, hier die Flexibilität über viele Konnektoren und leicht zu erstellende Konnektoren sollten irgendwelche Systeme noch nicht vorhanden sein. Wo liegt so eine Data Capture Plattform in der Datenwertschöpfungskette? Ganz vorne. Wir haben es oben dargestellt natürlich, weil wir die Grafik gebaut haben. Ganz vorne und erfasst die Daten, zieht sie auf den Server und sorgt dann dafür, dass in Storage bei der Aktivierung und im Reporting letztendlich die Daten dann eben auch landen. Und zwar in der Form, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, ich kann letztendlich als Webseiten-Owner entscheiden, ob ich die Daten komplett schicke oder zum Beispiel pseudonymisiert. Das ist jetzt eine Menge Holz. Das sind viele Entscheidungen. Das heißt, ich muss plötzlich mit First Party arbeiten. Ich muss Entscheidungen treffen, über wen ich die Daten aktiviere, was ich wo weitergebe. Da kann ich nur sagen, du bist stärker, als du denkst. Denn am Ende des Tages kommen wir an diesen Themen nicht vorbei. Die Welt, wie sie war, ändert sich. Das ist dieser Komet, rast auf uns zu. Da gab es ja diesen tollen Film, Don't Look Up. Ist immer eine Chance, einfach nicht drauf zu achten. Wird schon gut gehen, zumindest bis zu dem Tag, an dem es dann soweit ist. Aber es gibt keine Alternative. Und auf der anderen Seite ist es teilweise auch die Taktik der kleinen Schritte. Da wird sicherlich auch Jonas sehr viel Erfahrungen teilen können. Es ist nicht alles so, dass man dann einen strategischen Masterplan baut und dann nach Jahren der Findung umsetzt, sondern man geht sehr schnelle Wege, überlegt sich sehr schnell, auf welche eigenen Kanäle kann ich denn wechseln? Welche First-Party-Daten kann ich für welche Kanäle ideal verwenden, auch im Third-Party-Bereich? Das heißt, ich gehe ganz stark in meine Kanalplanung, die ich sowieso mache, und erweitere nur die Denke um einen zusätzlichen Aspekt. Das Umdenken ist allerdings wichtig. Vorhin die Walled Gardens, die nehmen einem nicht mehr alles ab, aber sie können nach wie vor genutzt werden zu ihrem ureigensten Zweck, Reichweite zu bieten, letztendlich Nutzer auf meine Webseite zu ziehen und zu monetarisieren. Aber die Walled Gardens nehmen einem nicht mehr alles ab im Online-Marketing. Das ändert sich ein Stück weit, wird aber auch von vielen unserer Kunden als Chance gesehen. Und da komme ich jetzt auf Kunden, die bereits grandioses Marketing machen. Also alle reden ja immer davon, wie schlimm die neue Zeit ist. Man darf ja nichts mehr. Und die gute alte Zeit, als noch alles vielleicht nicht erlaubt war, aber zumindest nicht sanktioniert wurde. Kommen wir mal auf ein konkretes Beispiel. Fixum, Fotobuchanbieter aus dem Kölner Raum, wird man dementsprechend kennen, hat eine Case Study mit uns gemacht, mit Attriba, einem Attributionsanbieter, und hat letztendlich die Hauptjahreskampagne vorher letztendlich alles Browser-Side getrackt, nachher Server-Side mit Gentis und attribuiert durch Attriba durchgeführt, hat festgestellt, die absolute Menge der Daten ist um knappe 30% gestiegen. Das kennt vielleicht jeder, dass einem gefühlt so eine gewisse Zahl an Daten einfach fehlt in Systemen. Das ist noch niedrig gegenüber dem, was wir auch von euch als Audience gehört haben. Sehr interessant, 55% der Customer Journeys wurden aber korrigiert, weil sie vorher falsch erfasst waren. Warum? Wenn man in Analytics nachschaut, wie viele Sessions durchschnittlich ein Safari-Nutzer macht, kriegt man die Antwort. Das ist immer eine, weil die letztendlich nicht mehr getrackt werden.
Da gibt es dann viele andere Themen mit Adblocker, haben wir schon drüber gesprochen. Nun haben wir aber plötzlich die richtigen Custom Journeys. Und was hat eben besagter Pixum damit gemacht? Sie haben erstmal, naja, vielleicht nicht perfekte Daten, aber akkurate Daten. Danke an unser Marketing. Und auf Basis dieser Daten sind zwei Dinge passiert. Zunächst mal schaut man sich Customer Journeys an und überlegt sich auch, welchen Medienmix setze ich drauf. Und zum anderen muss ich aber auch selbst was tun und bei der Customer Journey auch technische Maßnahmen für meine Customer Journey auf der Website treffen, um die zu optimieren für den Nutzer. Die Resultate haben für sich gesprochen. Also das Ad-Budget wurde um 30% erhöht. Das muss man vorwegnehmen, um die Zahlen in den Kontext zu setzen. Die Reichweite dieser Hauptjahreskampagne hat sich aber um über 50% erhöht. Warum? Besserer Mediamix, bessere Daten, die letztendlich auch Auswirkungen haben auf die Algorithmen der Anbieter. Und dann aber eben auch durch die technische Anpassung der User Experience 176% mehr Neukundenumsatz. Das heißt, es ist immer eine Kombination aus Marketing und eben wie ich die Webseite gestalte für den Nutzer, Personalisierung, die dann auch echte Resultate zeigen. Und das war sehr erfreulich. Wir arbeiten noch weiter sehr gut mit den Kollegen zusammen, auch mit vielen anderen, die uns nicht immer so einen tiefen Einblick gewähren in die Nutzerdaten, beziehungsweise die es nicht gerne veröffentlicht sehen. Aber ich möchte mal abschließen mit einem kurzen Ausblick. Was steht jetzt an? First-Party-synthetische Daten ist ein Thema, was uns bei Gentis sehr umtreibt, wo wir auf Prototyp-Ebene arbeiten, jetzt Piloten gestartet haben. Und was das bedeutet, werde ich jetzt gleich mal eingehen. Wir reden davon ja 30% Consent. Das ist ein bisschen eine Worst-Case-Betrachtung, aber nicht unrealistisch, weil man immer mehr auf balancierte Consent-Banner eben achten muss und hat damit Daten von 30% echten Nutzer. Das heißt, es wird langsam sehr, sehr wolkig. Unsere Lösung dafür, synthetische Nutzer. Und was wir da machen, das ist jetzt nur mal ein kleiner Glimpse, ist, letztendlich haben wir verschiedene Merkmale. Wir haben verschiedene Identifikatoren. Wir können diese Consented-Nutzer segmentieren und können diese Identifikatoren auf die Non-Consented-Users übertragen. Diese auch segmentieren, allerdings nicht diese Nutzer selbst, sondern eben synthetische Nutzer, die wir aus diesen echten Nutzern erzeugt haben, wo wir auch die personenbezogenen Daten komplett separiert haben und können daraus letztendlich ein Bild gewinnen. Synthetische Nutzer, keine persönlichen Daten, es obliegt nicht der Consentpflicht in dem Falle. Wie verhalten sich die Nutzer auf meiner Webseite? Zu nahezu 100%. Es gibt mathematische Ungenauigkeiten. Wir haben jetzt bei den ersten Pilottests 91% Akkuratesse erreicht im AB-Test und können sogar über ID-Pooling echte Konversionen an die Walled Gardens schicken, die letztendlich natürlich auch in den Algorithmen einem bedingt Vorteile verschaffen. Das ist so ein Stück weit Ausblick in die Zukunft. Wir führen die ersten Piloten durch. Wer interessiert ist, an einem Piloten teilzunehmen, mindestens 500.000 Sessions im Monat hat, das ist so die Datenmenge, die wir noch brauchen, kann sich gerne bei mir melden. Noch haben wir, wie gesagt, die letzten Pilotplätze zu vergeben. Wird allerdings nicht mehr lange sein, weil wir doch auf sehr starkes Interesse stoßen. Und jetzt noch Werbung in eigener Sache. Mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen? Wir arbeiten mit circa 100 Kunden aus allen möglichen Branchen. Sehr viel E-Commerce, Retail, aber eben auch Finanzen, Banken, Tourismus, Automotive. Das heißt, das ganze Thema der Datenerfassung ist, sei das Marke, sei das Publisher, über Branchen hinweg durchaus interessant. Und zwar auch für alle Größenordnungen. Also von klein, mittelgroß bis hin zu Weltmarktführern sind in unserem Kundenportfolio bereits alle vertreten. Und für jeden ist auch eine Lösung da. Und damit komme ich zum Ende des Vortrags und würde jetzt mal Feedback für unsere Marketingabteilung hier kurz stehen lassen. Wer möchte, kann gerne den QR-Code scannen
und über die Session später Feedback geben. Das soll uns jetzt nicht aufhalten. Aber damit wäre ich am Ende. Ja, lass es einfach stehen. Vielen, vielen Dank, Jürgen. Da ihr Tirol als Kunden habt, glaube ich, schalten sich jetzt alle Oberösterreich aus. Ganz spontan aus der Runde. Ganz tolle Kunden in Oberösterreich. Auf jeden Fall. Aber direkte Frage. Und in Hamburg und in München. Ja, ist ja gut. Aber direkte Frage von einem User, der sich lustigerweise genauso benannt hat wie Jonas Hero-Figur in den Charts, nämlich Schnippschnapp. Die Frage, ciao Carsten. Die Frage lautet tatsächlich, hilft uns Server-Side-Tracking auch bei der Datenquantität? Weil ihr seid ja genauso Consent-abhängig wie jede andere Tracking-Methode. Oder ist es tatsächlich innerhalb der Consented-User möglicherweise eine höhere Datenqualität, aber in Anführungszeichen mehr nicht? Zum ersten Schritt, ich rede jetzt über die jetzige technische Plattform, die im Einsatz ist, hilft das innerhalb der Consented-Users bereits? Das war eine Zahl, die ich bei Pixum nicht auf der Slide hatte. Das waren circa 12%, 11,8 Prozentpunkte oder Prozent Uplift, die eben durch diesen innerhalb der Consented Users alleine schon erreicht werden konnten. Also 11,8 Prozent auf die gesamte Menge bezogen, allein durch Consented Users. Consent können wir generell nicht ändern, aber durch die synthetischen Nutzer werden wir das in Zukunft eben auch ein Stück weit abfedern können. Am Ende ist aber immer zu empfehlen, einen Consent einzuholen, denn das ist natürlich der wertvollste Kunde, mit dem ich noch viel, viel mehr machen kann. Aber auch da wird es Lösungen geben. Wir reden gleich nochmal über den synthetischen Nutzer, weil da hat unser User Schnippschnapp, den ich nicht anders ansprechen kann, weil ich nicht seinen wahren Namen kenne. Und wir sind ja hier DSGVO-konform. Ich google das jetzt nicht. Da gehen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal ein. Aber ich würde nochmal ganz kurz auf den Aspekt vorher, auf die Datenqualität. Du hast ja bei Pixum gezeigt, dass letzten Endes die Conversions enorm viel höher geworden sind, weil man offensichtlich in der Lage war, die Leute besser anzusprechen. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren, woher dieser Uplift an Datenqualität kommt oder der Datenqualität, nee, oder andersrum, wie in dem Fall Pixum diese potenziell höhere Datenqualität instrumentalisiert hat? Also was man wirklich gemacht hat. Also einfaches Beispiel dazu. Stand vorher war Pixum der Auffassung, 25% der User kaufen in der ersten Session. Danach hat sich die Zahl auf unter 2% verkleinert. Warum? Safari-Nutzer, Adblocker etc., die als Single Sessions gezählt wurden. Das heißt, letztendlich hat es natürlich im Media-Mix ein Thema, vielleicht Top of the Funnel ein bisschen mehr, Lower Funnel ein bisschen weniger und dazu die Nutzererfahrung. Es schlicht und einfach super einfach zu machen, so ein angefangenes Fotobuch für einen wiederkehrenden Nutzer auffindbar zu machen. Dazu muss ich den auch identifizieren natürlich. Und da hilft natürlich die Gentest-Technologie. Das Foto, die Webseitengestaltung muss man natürlich dann, also hat Pixum natürlich dann selbst gemacht. Aber interessant, dass du sagst, also jenseits von Jensis an der Stelle, ich bin immer erstaunt, dass es immer noch Fotoanbieter gibt, die angefangene oder auch alle, die Personalisierungsprodukte haben, die angefangene Entwürfe nicht automatisch nutzen, um Logins zu generieren. Also einige tun es und das ist natürlich völlig korrekt, weil das ist tatsächlich eine Mehrwertsituation, ne? Du hast was angefangen und möchtest es später wiederfinden, aber manche machen das eben auch noch nicht. Sehr spannend. Bringt uns übrigens so zu diesem globalen Punkt nochmal ganz kurz, nämlich tatsächlich, Jonas hat es ja deutlich dargestellt, wie viel komplexer auf Dauer das Thema wird. Und wir müssen immer wieder dafür sorgen, darüber reden wir ja schon seit Jahren, dass wir gucken, dass die Logik der Maschinen, also wessen auch sie immer sich bedienen, auch irgendwie zurückfließt in unsere Marketingabteilung. Also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil es ja komplett die Strategie ändert. Lass uns mal gucken, was wir sonst noch an Fragen haben. Da gehen wir die einmal durch und wenn wir dann noch Zeit haben, gucken wir noch einmal auf den synthetischen Nutzer. Frage an dich, Jonas. Und zwar zum Thema medienübergreifendes Tracking oder Identifikation. Gibt's eine Funke eigene ID, also über eure unterschiedlichen Medien hinweg? Das ist eine spannende strategische Frage. Wir sind da gerade in den Überlegungen, welche Möglichkeiten wir haben. Ja.
Gibt es eine Single Sign-On-Variante oder sind es im Moment die, also, nee, im Moment sind es Marken alleine? Ja. Wie guckt ihr auf sowas wie NetID? Ich glaube, vorhin haben wir es gut formuliert. Ich glaube, es wird nicht diese eine Lösung geben, die wir brauchen, sondern es gibt mehrere Lösungen und die evaluieren wir. Okay. Stand der Dinge bei vielen wahrscheinlich. So, was haben wir noch an Frage? Lass mich gucken. Adobe Tools haben wir erledigt. David hat sich die Frage selbst beantwortet. Ja gut, wir sind hier 2 Minuten verschlossen. Dann lass uns doch mal kurz auf den synthetischen User gucken, weil ich die Frage dir ja auch gestellt habe im Vorgespräch. Ich habe es auch nicht ganz so verstanden auf Anhieb. Im Bereich Analytics ja, aber wie funktioniert das? In dem Fall, er spricht von Facebook und wir haben über Google gesprochen. Welchen Wert bringt das mit sich? Genauso, da gibt es ja verschiedenste Verfahren, Google Consent Mode zum Beispiel, die Konversion hochrechnet. Der Hauptunterschied ist tatsächlich, dass bei den synthetischen Nutzern und ID-Pooling echte Konversionen erzeugt werden, die eben auch in den Algorithmen ankommen. Und es ist natürlich auch möglich, parallel mehrere Systeme zu nutzen. Das ist durchaus ein Thema, aber es ist einfach ein anderer Ansatz zu der gleichen Problemlösung. Und damit beantwortet sie die Frage von Bastian, glaube ich, auch relativ direkt. Vermutlich kann man das nur über Testing rausfinden, oder? Anbieterübergreifend, Entschuldigung, ja, okay. Und anbieterübergreifend natürlich, dass wir natürlich über Google, Facebook, wer es nicht lange Namen an Namen nennen, da vergisst man garantiert welche, ganz klar. Und das kann man natürlich dementsprechend testen, man kann da mit uns ins Gespräch kommen, auch über die Webseite. Ja. Mir ist noch wichtig, das Ganze haben wir auch rechtlich prüfen lassen von einem der Datenschutzanwälte in Deutschland mit der höchsten Reputation im Lande. Da gibt es auch dementsprechend Unterlagen dazu. Das ist also jetzt nicht irgendwo eine wilde Idee und wir testen das auch mit großen Banken, großen Publishern, die also da auch durchaus ihre eigenen Leute nochmal drüber schauen lassen, damit es nicht in die falsche Schublade gesteckt wird. Okay, aber letzten Endes, also um die Frage von Bastian vollständig zu beantworten, die eigenen Algorithmen an der Stelle von Google und Meta, das wird man tatsächlich wahrscheinlich nur über Testing herausfinden, wirklich in der Granularität besser funktioniert. Aber das Anbieterübergreifende ist natürlich ein wichtiger Punkt. 2 Fragen haben wir noch und für mehr Zeit haben wir auch nicht mehr. Aber die eine Frage ist echt cool. Die habe ich nämlich selber nicht verstanden. Horst hat gefragt, wie denn Google und Co. Darauf reagiert, dass ihr beim Server-Side-Tracking tatsächlich die Daten, die entstehen, modifiziert, weil ihr ja Behavioral-Elemente anfügt und so weiter und so fort. Und jetzt hat es gerade nochmal präzisiert. Frage 1 dazu, das ist so. Ne? Also dieser Datensatz verändert sich über die Zeit, die der User hat. Er kann sich verändern. Das ist eine Einstellungssache von unserem Nutzer. Und wie sie darauf reagieren, ist, wenn man sich Google Analytics 4 anschaut, gibt es eine eigene Anonymisierungsfunktion. Das heißt, Google bietet das auch selber an, verarbeitet dann aber schon Nutzerdaten, was für viele unserer Kunden eine rechtliche Fragestellung aufwirft. Darum ist es so, dass es da keine negative Reaktion gibt, weil Google letztendlich auf einige Merkmale, auf einige Datenattribute angewiesen ist. Die sind sehr wichtig. Bei anderen ist es so, dass sie auch selbst anonymisieren. Und von daher übernehmen nur wir die Funktion, allerdings in Europa. Und dann haben wir noch das als letztes eine Frage ganz basischer Art, aber die haben wir tatsächlich nicht beantwortet bisher, aber sollte man tun. Nämlich, sobald der Consent da ist, arbeitet das Server-Side-Tracking auch über ein Pixel. Richtig? Das Server-Side-Tracking arbeitet über ein First-Party-Pixel. Bezüglich des Consents gibt es unterschiedliche Auffassungen, inwieweit wir unter berechtigtes Interesse fallen als Technologie oder nicht. Das kommt auch darauf an, was man mit den Daten dann macht. Also da muss ich leider so ein bisschen wischiwaschi werden. Das muss man leider für sich selbst ein Stück weit prüfen, ob ich Consent für Server-Side-Tracking brauche oder nicht. Das kommt auf die Anwendung an. Wir haben viele Kunden, die zum Schluss kamen nach eingängiger Prüfung, dass es nicht notwendig ist für ihre Anwendung.
andere Fragen nach Consent und dann schießt das Server-Side-Tracking los. Da gibt es also durchaus Varianten. Ja, muss letzten Endes jeder Hausjurist selber entscheiden. Ihr Lieben, wir sind am Ende angelangt der Zeit und weil es tatsächlich auch Mittag ist, würde ich jetzt relativ scharf rausgehen wollen. Es gibt sicher viele von euch, die über Mittag irgendwas vorhaben. Und wenn ihr noch weitere Fragen an Jürgen und Jonas habt, dann vernetzt euch mit denen, startet einfach mal über LinkedIn oder wenn ihr den QR-Code von Jürgen gescannt habt, dann seid ihr schon bei ihm ganz in der Nähe und dann könnt ihr sicher im Detail noch ein paar andere Sachen klären. Und ich habe zwei Dinge mitgenommen, die ich euch noch kurz erzählen will, nämlich Jonas hat uns am Anfang gezeigt, dass das Krokodil die Daten wegfrisst, die teuer eingekauften Data Experts eigentlich jetzt gut brauchen könnten. Und Jürgen hat mit einem witzigen Motiv gespielt, deswegen witzig, weil wir es letzte Woche tatsächlich bei der AdTrader auch schon hatten. Don't look up, denn da kommt der nächste Komet. Der Speaker letzte Woche hat aber, glaube ich, es ein bisschen ins Positive gedreht und hat gesagt, nee, jetzt ist time to look up. Also Augen auf, da tut sich was. Wir müssen einfach auch was tun und nicht den Kopf in den Sand stecken. Wer Lust hat am 16. November und wer sich mit dem Thema Bewegtbild Werbung auseinandersetzt, der kommt zu uns in Hamburg auf den Play Summit. Und das war der letzte Pitch an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Vielen Dank, Jürgen. Vielen Dank, Jonas. Das war eine spannende Runde und ihr seht das Feedback im Chat. Ich glaube, den meisten hat es gefallen. Dankeschön. Vielen Dank an alle.